Ja, da hat sich wohl die Drehscheibe gerade gedacht, nö. Dann nicht. Hey und herzlich willkommen zum heutigen Video. Und ja, bevor ich irgendwas sage, vielleicht habt ihr schon im Hintergrund dieses Happy Birthday gesehen. Und das ist ja ein ganz direktes Indiz dafür, dass heute hier jemand im Raum Geburtstag hat. Und das bin ganz zufälligerweise ich. Ja, ich habe heute Geburtstag. Jetzt wisst ihr es, jetzt ist es raus. Und ja, da dachte ich mir tatsächlich, dass wir unser Ritual, die Drehscheibe zu drehen, wie immer im ABZ-Format, mal ein bisschen anders gestalten und es diesmal nicht ausdrehen, sozusagen, indem ich hier das hinlege und drehe, sondern ich mir einfach heute ganz bewusst zufälligerweise sozusagen einen Buchstaben hier ausdrehe. Und der wäre nämlich der Buchstabe, das habe ich mir überlegt, vielleicht ein W, wie Wunsch. Genau, so. Weil ich heute einen Wunsch frei habe, weil ich Geburtstag habe. Das habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt aber mal. Da gönne ich mir jetzt aber mal einen Buchstaben. So, genau. Und weil aber die Traditionen nicht ganz gebrochen werden sollen zu unseren ABZ-Formaten, gehe ich trotzdem auf unsere Seite. Also W wie Wunsch ist es nichts. Es war jetzt nur der Buchstabe, den ich mir gewünscht habe und der einfach jetzt W geworden ist. Und ja, da dachte ich mir, jetzt gehen wir trotzdem auf die Seite, weil so ganz ohne Gewohnheiten muss ja nicht sein. Ne? Es reicht ja schon, wenn ich eine Gewohnheit breche. So, also auf die Seite gehen wir. W habe ich hier. Das heißt, wir gucken gleich, was wir heute für einen Buchstaben haben werden für W. Und zwar haben wir W wie. Ja, Wischiwaschi habe ich jetzt gesehen. Und das nehme ich gerne, weil da habe ich tatsächlich wieder, ja, wie eigentlich jedes Mal, eine ganz, ganz lustige Geschichte vor. Weil mir immer irgendwas aufploppt im Kopf, wenn ich halt einfach die Begriffe sehe. So, und zwar Wischiwaschi. Es ist nämlich so, ich schaue sehr, sehr gerne mit meinen Eltern eine Krimi-Komödien-Serie, die aber schon länger nicht mehr aktuell ist, also die ist seit paar Jahren, vor ein paar Jahren wurde die tatsächlich gedreht. Also so ganz aktuell ist es nicht mehr, aber wir schauen immer noch sehr oft gerne, wenn es halt beim Fernsehen gezeigt wird. Ja, schauen wir es nach. Wir haben zwar alle DVDs da, aber im Fernsehen ist doch was anderes irgendwie. Und deswegen gucken wir mal ganz gerne nochmal. Und ja, die Serie ist nämlich Mord mit Aussicht. Die spielt in der Eifel, in der Krimikomödie. Und ja, da habe ich eine ganz bestimmte Folge im Kopf zu dem Begriff. Und zwar die, wo es um einen Mord in einer Pommesbude ging, auf einem holländischen Campingplatz. Genau. So kann man es sagen. Ja. Und der Mord ist da eben passiert in der Pommesbude. Ich will auch nicht zu viel verraten. Also, wer die Serie nicht kennt, kann gerne nachgucken. Ich tue, wenn es geht, so einen Link mal reinsetzen oder zumindest den Namen, dass ihr nochmal nachgucken könnt, wenn ihr wollt. Ich kann es euch sehr empfehlen. Und mega lustig. Auf jeden Fall ist dann so, dass der Mord passiert ist. Und ja, dann kam halt die, ja, Polizei, Kommissarin mit ihrem ganzen Trupp, kam dahin zu der Pommesbude und hat eben gesehen, wie die Leiche da eben lag in der Pommesbude, voller Erdnusssoße. Die haben also aber einen speziellen Namen, also Satésauce. Satésauce. Irgendwie so haben die es irgendwie mal gesagt. Also ich kann es gar nicht so gut nachsprechen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch da draußen diese Satésauce. Also diese Erdnusssoße. Also ich kenne sie nicht, aber die soll anscheinend ganz lecker sein. Passt anscheinend ganz gut zu Pommes. Und ja, anscheinend ist es eben so gewesen, dass ja, die hingekommen sind und erstmal alles begutachtet haben. Und bevor die Spurensicherung kommen konnte, das war aber erst, glaube ich, einen Tag später. Und bevor die aber kommen konnte, einrücken konnte und die ganzen Spuren eben sichern konnte, war am nächsten Tag Katastrophe pur. Die sind wieder alle hingekommen und tatsächlich ja, haben sie die Leiche zwar noch vorgefunden, aber alles wurde geputzt. Also, wie das der Holländer gesagt hat, der Leiter von dem ganzen Campingpark, er hat Wischiwaschi gemacht. Ja, war natürlich Tragödie pur, weil die ganzen Spuren weggewischt wurden, sozusagen.
Aber im Endeffekt, nur um das mal zu sagen, trotzdem wurde alles aufgeklärt, also keine Sorge. Aber das ist eben halt die Verbindung, wie ich zu dem Wort halt habe, Wischiwaschi, weil er eben halt mit seinem holländischen Akzent eben dieses Wischiwaschi gesagt hat, dass er da eben ja geputzt hat, dass die geputzt haben über Nacht, damit es eben nicht so hier voller Soße ist und alles. Und das ja eigentlich für die Polizeiarbeit relativ ja hinderlich ist, natürlich, weil sonst kommen die halt nicht so gut an Spuren. Hat er anscheinend nicht bedacht und deswegen hat er ganz naiv gesagt, ja, da haben wir halt wohl Wischiwaschi gemacht. Ja, das zu der kleinen Geschichte zu der Serie. Jetzt habe ich nur kurze Figürchen und dann, genau, sind wir durch. So, ich habe heute dieses Figürchen für euch zum heutigen Thema und keine Sorge, es ist nur außen Plastik, wie man hört, und innen immer noch dasselbe Material wie alle anderen zuvor auch. Also, ich denke, spätestens ab dem Figürchen könnte man sich schon denken, aus welchem Material die Figuren so bestehen, die ich habe. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es erst ab diesem Figürchen wisst oder ob ihr den Tipp gelesen habt, der schon mal gesagt wurde, schon ein paar Videos her, der richtig war. Oder wie ihr drauf gekommen seid, aus welchem Material die sind. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten finde ich, passt aber ganz gut zum Thema Wischiwaschi, weil das Thema sauber machen, Wischiwaschi, wie es der Holländer gesagt hat, putzen, auf Null setzen, schön machen. Passt ganz gut, weil gerade die Dinger früher in der Schule hat man ja eben auch so diese Tippex-Roller, Mäuse gehabt, die speziell für Kulischreiber unter uns. Ich war zum Teil auch jemand, der viel mit Kuli geschrieben hat später in der Oberstufe. Davor mit Tinte, da kommt man richtig cool mit so Tintenlöscher wegmachen. Die ganzen Fehler, die man geschrieben hat, aber mit dem Kuli ist es ein bisschen schwierig. Und da hat man diese coolen Roller gehabt, die man mit einem Rollvorgang alles weiß gemacht hat, richtig cool, ne? Und dann einfach drüber geschrieben hat und sozusagen alle seine Spuren vom Falschschreiben oder sich Verschreiben verwischt hat. Auf einmal wieder null gesetzt und wie wenn nichts gewesen wäre, gefühlt, ne? Genau. Deswegen finde ich, passt ganz gut zum Thema Wischiwaschi. Aber ich hoffe, dass ihr heute nicht Wischiwaschi machen müsst, zu Hause oder irgendwo, sondern mal einen schönen Tag haben könnt, entspannen könnt, ja, mal ein bisschen für euch was machen könnt. Ich für meinen Teil werde noch sehr viel entspannen heute, weil ja auch mein Geburtstag heute ist unter anderem. Ja, und mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass man das sieht. Ein bisschen kleiner. Und ich hoffe, ja, dass ihr einfach einen schönen Tag haben werdet. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und Glocke aktivieren. Wenn dann schon alles, würde mich sehr freuen. Also danke dafür. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Eure ein Jahr älter gewordene Kinga. Also, bis dann. Tschüss.